Moin Moin aus Hamburg. Dein Spaß beiseite. Guten Morgen, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Vlog von ja, meiner Wenigkeit und meiner wunderschönen guten Laune. Denn wir haben heute zum Frühstück, ganz kurz vorweg, klassisch, kennt jeder, mein Müsli, was eigentlich mittlerweile echt jeder kennen sollte, da fehlen noch ein paar Bananen. Und heute steht ein Rückentraining, ein Pull-Day mit den Fitness-Eugen wieder an. Und ich teste für euch ein Produkt, und zwar Jomo. Also dranbleiben. Zum Thema Jomo. Wer kennt das Produkt? Die meisten kennen das vielleicht von dem Fitness-Oscar. Der wird, glaube ich, schon ja, des Längeren von denen unterstützt bzw. beliefert von diesem Gerstengras. Was ist Gerstengras? Gerstengras ist halt ja 100%iges Gerstengras, was sehr viele Nähr- und Mineralstoffe in sich trägt, soll eigentlich als solches eins der oder sogar das gesündeste Produkt sein, welches so auf dem Markt gibt, super simpel einzunehmen. Man soll einfach einen Teelöffel mit 300 Milliliter Wasser einnehmen. Ich lese hier gerade absolut glutenfrei, vegan selbstverständlich, zweimal mehr Kalium als zweimal mehr Kalium als Weizengras, fünfmal mehr Eisen als Spinat etc. Siebenmal mehr Vitamin C als bei gleichwertigen Orangen. Also das Zeug soll extrem wohltuend sein und vor allem für die Person nützlich, die, sage ich mal, ja, denen einfach die Nährstoffe fehlen, die kein Gemüse essen, kein Obst oder warum auch immer es nicht essen. Ich weiß nicht, warum es nicht essen sollte. Ich esse es gerne hier, wie ihr seht. Das ist eine ganze Vitaminbombe bei mir. Bananen, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Goji-Beeren, Leinsamen. Also man kann sich das auch einfach machen. Aber ich probiere das Produkt jetzt eine Zeit lang für euch definitiv. Es ist auch interessant für mich, weil ich ja wirklich, wie ihr merkt, auf ja, Vitalität, also auf gesunde Nährstoffe, Produkte ja, achte, gerne ausprobiere. Von daher muss man natürlich schauen, ganz realistisch, es wird bestimmt, sage ich mal, kein eher großes Wunder bewirken, da ich mich auch schon so gesund ernähre. Von daher mal sehen. Ich probiere es auf jeden Fall aus, bis die Packung vielleicht irgendwann leer ist. Es ist relativ viel, 300 Gramm. Ein gehäuften Teelöffel. Ich weiß nicht, was gehäuft heißt. Ich nehme mal ein bisschen mehr. So. Gehäuften Teelöffel. Rühren. Soll extrem ekelhaft schmecken. Habe ich schon von ganz, ganz vielen Leuten gehört. Auch von Oscar selber. Und von ein paar Leuten aus dem ja, Instagram-Bereich. Zusätzlich hat mir der Johannes ganz nett auch nochmal die Gerstengras-Presslinge geliefert, das sind quasi Gerstengras to go und so eine kleine Marmelade, die auch ganz lecker ist. Ich probiere es wirklich aus, soll vor dem Essen eigentlich 20 Minuten getrunken werden, nach optimal, ich trinke es einfach so auf Eck. Es riecht abartig, oh. Ja. Schon mal lecker getrunken. Selbstverständlich hat keinen besonderen Geschmack. Schmeckt extrem nach. Ich erinnere mich an was. Ich weiß nicht an was. So. Hey, ein Gewürz erinnert mich das auf jeden Fall. So, ist drin. Boah. Also man muss schon kämpfen. Ich sag mal. Ich bin es gewohnt, auch Sachen zu trinken, die mir nicht schmecken, einfach aufgrund dessen, weil es wirkt. Das ist mir wirklich ehrlich gesagt egal, aber das Zeug muss man schon abkönnen, definitiv, muss man ganz klar sagen, will ich euch nicht belügen, aber ich habe mir mal die Seite angeguckt und auch einige Berichte darüber, über das Gerstengras. Ich sag mal, ich bin schon überzeugt, dass es hilft. Ich würde mich selber persönlich davon überzeugen und wird schauen, wo es hinführt. Zusätzlich gibt es natürlich nochmal bei mir trotz allem Vitamin D. Aus Gewohnheit nochmal dazu Zink, obwohl das auch hier Gerstengras enthalten ist. Omega-3 definitiv und eine Buddel Creatin.
Und dann geht's auch gleich ins Gym. Und dann sehen wir uns ja gleich wieder. A shape is not determined by its width or its size. It's all about the cut. So Leute, wir sind jetzt im Gym angekommen mit Mr. Fitness Eugen, weil der gerade wegläuft. Was geht ab? Wir ziehen jetzt ein Pull-Workout durch und nach hunderten von Jahren starte ich mal mit Kreuzheben. Das bedeutet, wir ballern jetzt ein paar Sätze Kreuzheben. Geht jetzt nur auf Technik und auf Gewichte. Ich glaube seit zwei Wochen, vor zwei Wochen habe ich das letzte Mal Kreuzheben gemacht. Und dann zwei, drei Rückenübungen, zwei Bizepsübungen und dann ist Eugen tot. Nein, danach Bauch, Digga. Und dann Bauch. Ja, und Bauch habe ich gestern. Egal, machen wir Doppelbauch. Doppelt hält besser. Mach immer Bauch, jeden Tag. Alles klar. Und danach wird Eugen geshootet für seinen Sponsor. Ja. Ne? Dann machen wir ein paar Wettkampfposen durch bei mir und schicken das dem Herrn zu und schauen mal, was er dazu sagt. Und rein. Brennt. Oh, Alter.
bist voll in diesem Wagen, Mann. Es ist heiß, Alter. Es ist verdammt heiß hier drin. Ich sehe auch gar nichts, weil hinten alles voll ist. Egal, ich sehe links und rechts passt. Also, Training ist durch. Also, ich glaube, das sage ich in jedem Video, ne? Genau so. Training ist durch. Und wie war's? Wie hat es sich angefühlt? Geil. Geil. Wir haben uns richtig zerstört. Was haben wir trainiert, Eugen? Wir haben Rücken und Bizeps. Rücken, Bizeps, beziehungsweise ja, vor allem mit Anlauf, hintere Schulter ist dann auch immer noch mit dabei. Also vor allem der Fokus bei den Reverse Butterflies, die ihr quasi als vorletzte Rückenübung gesehen habt. Da konzentriere ich mich immer drauf, dass es wirklich auch, dass die Arbeit auch viel aus den hinteren Schultern kommt. Denn die trainiere ich nicht explizit alleine, weil das eigentlich fast so gut wie unmöglich ist, die isoliert zu trainieren. Der hinterobere Rücken, also Trapezius-Anteil, ist immer mit drin. Dann haben wir ja das Nackenheben gemacht. Das kann ich auch ganz vielen empfehlen. Ist super geil. Das bedeutet einfach, es ist nicht das klassische Heben, was sehr viele machen mit dem Rundrücken. Und dann ziehen die hier immer schön und am Ende haben die halt schön in der Halswirbelsäule noch so eine Stauchung und Schmerzen. Sondern da geht es wirklich darum, den ganzen Trapezius zu treffen. Alle drei Parts. Bedeutet nach hinten zusammenziehen quasi die Schulterblätter und Elevation quasi nach oben. Ziehen des Nackens, das ist halt das Besondere an der Übung. Macht es, ich sag's euch, macht es mit wenig Gewicht. Da geht es nicht um viel Heavy Gewicht. Ich glaube, so will er jetzt fahren hier? Nein, da geht es nicht um viel Gewicht, sondern einfach um die Kontraktion, 100% die Kontraktion in der Muskulatur, also im Trapezius. Und das gibt euch eine richtig geile Rückenform. Ihr habt es in Videos gesehen, man hat genau gesehen in der Aufnahme, sage ich mal, wo die Kontraktion, wo die Anspannung quasi stattfindet. Und habe ich ehrlich gesagt von, also so in der Form war mir das klar, die Funktion, aber die Übung als solches habe ich von so einem amerikanischen Channel, ich weiß gar nicht wie er heißt, bin ich zufällig drauf gestoßen, fand die Idee eigentlich relativ logisch und habe das dann so umgesetzt. Und mir wird dann auch nachgesagt, dass ich dadurch echt, also ich in der letzten Zeit echt gut die Nackenmuskulatur, also den Trapezius gut ausgebaut habe. Und jetzt fahren wir zu mir, fratzen was, holen uns noch mal ein paar Proteins. Das bedeutet irgendwas Fleischlastiges, irgendwie Low-Fat-Hack oder sowas. Und hauen uns dann Reis, Gemüse und Proteins rein, in Form von Fleisch diesmal. Und dann wird Eugen geschudet. Ne? Sag mal, für wen, für was? Also, ja. Muss auf dich halten. Jetzt auf jeden Fall habe ich jetzt einen weiten Sponsor am Start, also habe ich jetzt schon. Muss ihn halt nur in die Bilder abschicken, das ist Team Sportsline. Ja. So ein Herr namens Willi. Willi, keiner kennt ihn. Keiner kennt ihn, aber möchte, dass ich im nächsten Jahr auf die Bühne gehe, für sein Team auftrete und somit habe ich auch gesponsert und dass ich auch für sein Team gut dastehe. Ja, ja. Genau, ich will er einfach nochmal Fotos haben, quasi in den klassischen Bodybuilding-Posen. Ich bin ganz ehrlich kein Wettkampfvorbereiter, ganz klar will ich im Voraus sagen. Ich will jetzt nicht den fetten Vorbereiter hier nach außen hin darstellen, gar nicht, aber ich habe mich viel damit befasst und ich bin halt Trainer, Personal Trainer und Eugen und ich werden da jetzt mal was Gutes draus machen und schicken mir mal ein paar Fotos zu und schauen dann, was er sagt und dann wird nächstes Jahr die Bühne gerockt. Und bald findet ja der Wettkampf von Arne statt, 28. 29. diesen Monats in Fulda. Wer Bock hat, kommt hin, kommt mit, wie auch immer, schreibt uns. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich werde natürlich auch mit dabei sein, beide Tage. Also wir übernachten dort eine Nacht. Die Kamera wird auch immer mit bei sein. Freut euch drauf, wird ein geiles Material. Und bevor dieses Gesabbel zu lange wird, schalte ich jetzt erstmal rüber in die Küche. Back in the kitchen. Eugen gibt sich jetzt ein Salad. Ein Salad mit Kidney Bone, Protein, Joghurt von Lidl und ganz viel grünen Zeug. Was gibt's bei mir? Ich gönne mir jetzt hier meinen Klassiker. Solltet ihr auch kennen. Gemüse mit Hähnchen. Und Naturreis. Passt schon, passt. Digga, oh, ist alles sicher. Eugen ist immer hilfsbereit, Digga, das passt. Will ich aufnehmen. Er will mich aufnehmen, er will helfen, Digga, weil ich so gastfreundlich bin, Digga. Dann machen wir noch ein paar Fotos
Willst du erstmal frotzen oder davor oder nach? Ich möchte so. Weil ich glaube, der Magen wird nicht so frei gefüllt sein. Ja, von Dingens. Ja. Geht was? Geht was. Ja. Blenden wir ein paar ein, oder? Ja. Sollen wir ein paar einblenden? Kann man machen. Ja. Schön in Bodybuilding-Tanga aber, ne? Ja, hab ich immer am Start. Er trinkt nur, Digga. Nur. Nee, jetzt lachst du. Schwede auf der Bühne ist nicht mehr witzig, Digga. Ja, oh, Digga, wenn gut, dass die Farbe in der Fresse gleich war. Echt, Digga. Gut, Leute, dann blende ich nochmal ein paar Ausschnitte ein. Und ja, dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ich muss auch später nochmal ein bisschen arbeiten, war heute früh schon. Wieder zurück in der Küche, in Tapias Labor. Heute wieder super spektakuläre Zubereitung meines Abendessens. Vollkornnudeln, drei verschiedene Sorten, weil ich meine Nudeln leer machen wollte und ewig keine mehr eigentlich gegessen habe. Gab es dazu nochmal vier Eier, Salz und Pfeffer. Und das war's. Easy, schnell zubereitet. Kalorienreich, low carb, ja, minimal Fett, also Fett sind da durch die vier Eier auch etwas mit bei, aber ist vertretbar, weil ich den Tag über relativ low gegessen habe. Das heißt, ich komme selber auf, am Tag jetzt heute auf vielleicht Frühstück hatte so 15 bis 20, Mittag hatte auch so 40, 80 Gramm vielleicht. 80, also zwischen 80 bis 90, voll vertretbar, easy, kein Problem. Und jetzt gibt es nochmal vier Eier mit Vollkornnudeln, auch easy. Zeitersparnis, geht schnell. Ich kann mich jetzt schnell aufs Sofa hauen, kann das Video hier cutten und ein paar E-Mails noch schreiben. Und wie gesagt, wie sagt man, Essen ist teuer und es ist schwer aufzubauen, ist eine Ausrede. Ihr seht, es geht immer irgendwie schnell und kostengünstig und einfach. Ja, in dem Sinne möchte ich diesen Vlog auch wieder abschließen. Hoffe, es hat euch gefallen. Es war diesmal nicht allzu spektakulär. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Danke fürs Einschalten und bis bald. Ich melde mich nochmal ganz kurz zurück, denn das heißt ja Bulk-Vlog, deshalb will ich euch alles mitteilen. Ich habe mir jetzt nochmal abschließend als Nachtisch diesen Joghurt reingehauen, 150 Gramm, ein bisschen Haferdrink, um das Ganze ein bisschen flüssiger zu machen und 230 Gramm Absolut Whey. Das ist nochmal ein Nachtisch, schönes Geschmack ist Coconut Ice Cream von Supplify, schmeckt extrem geil und das gönne ich mir jetzt nochmal abschließend. Zum Abend und ja, wünsche euch auch guten Tag, guten Abend und bis bald.